Ein neuer Mann trainiert hinter uns auf dem Platz, Wladimir Darida. Wie hat der SC Freiburg diesen Kracher gekriegt? Halb Europa scheint er hinter dem her gewesen zu sein. Ja, ja, Kracher. Jetzt höre ich schon wieder Steinblumse in seinen Rucksack. Ja. Kracher, das Wort benutze ich nicht so gern, aber es war ein Prozess, wie es immer ist bei uns. Es wird nie so sein, dass wir sagen, dich wollen wir, also kommen. Und der Spieler sagt jawohl und die anderen Vereine sagen, okay, geh nach Freiburg, ist besser. Sondern das war ein Prozess mit vielen Umwegen. Und jetzt war der richtige Zeitpunkt. Ja. Wieso haben Sie sich für ihn entschieden? Wieso wollten Sie ihn unbedingt haben? Ja, weil er ein Spieler ist, der ganz viele Dinge vereint, die unser Spiel ausmachen. Er ist sehr flexibel, er ist sehr laufstark, er ist sehr intelligent. Das alles heißt natürlich noch nicht, dass er jetzt ausstrahlt jede Sekunde auf dem Platz, sondern er ist halt einfach ein Spieler, der diese Attribute bringt, ohne dass er dieses Starrgefühl vermittelt. Ja. Er könnte jetzt ja auch Champions League spielen mit Pilsen gegen Bayern, gegen Manchester City. Ist er ein bisschen traurig, dass er jetzt Europa League mit Freiburg spielt? Nee, ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und er hat gesagt, Bundesliga ist für ihn wie jedes Wochenende Champions League, ja, weil er sagt, das ist eine Liga, die von den Ansprüchen und von allem so ist wie die Champions League, ja, und auf das freut er sich. Ja. Sie reden ja nicht über Geld, aber es steht ja im Raum, dass die Rekordablöse ist für Freiburger Verhältnisse. Sie haben die Kasse ein bisschen weiter aufgemacht als sonst. Ja. Ja. Aber halten Sie für vertretbar? Absolut, sonst hätten wir es nicht gemacht. Okay. Alles klar, Dankeschön.